Johannisbeeren, Zucchini, Kohlrabi. Ländliche Idylle im Problemstadtteil. Früher gab es auf dem Gelände um den alten Luftschutzbunker Straßenprostitution und Drogenhandel. Michael Scheer hat die Brachfläche zu einem riesigen Garten gemacht. 1,2 Tonnen Gemüse haben sie hier im letzten Jahr geerntet. Die Bremer Gastronomie reißt sich drum. Es ist extrem umweltfreundlich, es ist extrem regional. Die Zulieferwege sind alle innerhalb der Stadt. Das heißt, es ist alles in der Regel weniger als 6-7 Kilometer. Super Ökobilanz. Und alles biologisch angebaut. Einen Gärtner gibt es in der Gemüsewerft. Unterstützt wird er von psychisch beeinträchtigten Menschen, die so eine Beschäftigung haben. Nicht nur rote Beete und Kartoffeln gedeihen mitten in der Stadt prächtig. Auf dem Dach des Bunkers ranken Hopfenpflanzen in die Höhe. Aus ihnen sollen später rund 15.000 Liter Bier entstehen. Wir produzieren für die Bremer Braumanufaktur. Das ist ein Craft-Bier-Hersteller. Dementsprechend hat er natürlich den Anspruch, regional zu sein. Und um einen draufzusetzen, möchte er sozusagen regionale Zutaten verwenden. Und so kamen wir ins Spiel. Mehrmals wöchentlich liefern die Stadtgärtner derzeit ihre Ware an Bremer Restaurants. Alles bio und auf kürzestem Weg vom Acker in der Küche. Frischer geht es nicht. Genau das wissen Köche an der Gemüsewerft zu schätzen. Da waren noch die Schnecken dran. Und wenn da Schnecken an das Gemüse rangehen, dann kann ich sicher sein, dass es nicht mit Pestiziden oder Giftstoffen belastet ist. Und dann macht das doch wirklich Spaß, damit zu arbeiten. Diese Blätter, die isst sowieso kaum jemand, die macht man eh weg. Aber dafür habe ich ein super leckeres Gemüse. Schon jetzt ist es das zweitgrößte Stadtgartenprojekt der Republik. Und gerade wird die Gemüsewerft um eine weitere Brachfläche in der Bremer Überseestadt erweitert. Dafür gibt es Fördergelder vom Bremer Umweltsenator. Wir wollen mit dem Biostadtprojekt insgesamt wieder mehr den Wert der regionalen Nahrung auch ins Bewusstsein rufen, überhaupt den Wert des Essens. Viele kaufen zum billigsten Preis beim Discounter ein, machen sich aber keine Vorstellung, unter welchen Arbeitsbedingungen und auch unter welchen ökologischen Bedingungen die Nahrungsmittel wachsen. Der Hopfen auf dem Dach ist schon eine Erfolgsgeschichte. Die nächste, nicht minder exotische, soll im Bunker entstehen. Schön kühl und feucht ist es hier. Genau so lieben es Austernseitlinge. Kaum Stadtgartenprojekt hat einen Bunker auf dem Grundstück. Und hier kann man natürlich Pilze drin anbauen. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Und wir werden auch schon lange oft gefragt, wann die Dinger denn fertig sind. Ein bisschen wird es noch dauern. Zurzeit haben sie hier alle Hände voll mit der Ernte zu tun.